Hallo meine aktiven Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Paar am Start mit einem neuen YouTube-Tutorial zum Thema Tarkov. Und zwar möchten wir uns heute den nächsten Gunsmith-Part wenden. Und zwar ist das Gunsmith-Part 9. In dieser Quest müssen wir eine AKS-74N modden. Bitte da auch darauf achten, es gibt mehrere Versionen von der AKS. UN oder UB gibt es auch noch, dass ihr wirklich die AKS-74N benutzt. Es gibt für diese Quest 17.000 XP, 584 Euro, 0,03 Reputation und eine M4 Submod 2, die ihr am Ende dieser Quest bekommt. Wie ihr sehen könnt, die habe ich schon fertig gemoddet. Die ist auch relativ easy zu modden, wie ihr sehen könnt. Ihr braucht dafür mehr als 60 Haltbarkeit, 450 oder weniger Recoil, 55 mehr Ergonomics. Und das möchte ich euch hier einmal zeigen. Dann gehen wir einmal hier in Edit Preset rein. Fine Pites. So, da seht ihr auch schon, was wir brauchen. Wir brauchen einmal den AKS-74 Zenit Lock. Der kostet uns 3713 Rubel. Dann brauchen wir den Muzzle Break, den hier, den von Zenit, einmal für 4865 Rubel. Dann brauchen wir den AK-Zenit B10 Handguard. Bitte auch darauf achten, dass das hier auch der richtige ist. Für mehr als 15.000 Rubel den AK-Zenit B-33. Das Cover brauchen wir hierfür. Dann brauchen wir den PT3, den auch wahrscheinlich die meisten kennen, die AK gespielt haben oder spielen sollten. Natürlich den RK3 Pistol Grip hier an der Stelle für 25.000. Mit Waffe würde uns das Ganze 118.000 dann kosten. So, das war es eigentlich auch schon zum Modding der AKS-74N. Ich finde, das ist ein relativ easy Modding. Damit kann man relativ schnell das Geld verdienen von Mechanic. Und können dann auch sagen, dass wir uns sicher sind, geben dann hier einmal die Quest ab bei dem guten Herrn. Hier ganz mit Part 9, Turn In, dass ihr es auch wieder seht. Zack, completed, Quest fertig und sind damit bei Gunsmith Part 10 angekommen. Und können dann schon unsere nächste Quest hier an der Stelle modden. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Damit ist euer Pentapano wieder raus für heute. Ciao.